Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Genshin Impact. Ja, und als nächstes gehen wir mit Lisa. Och nö, komm, wir gehen mit Kaya, dann haben wir den direkt abgehakt. Den finde ich nämlich mit Abstand am schlimmsten. Und wir aktivieren noch diesen Teleporter. Das heißt, wir gehen als erstes zum Teleporter. Scheiß Schleim. Ja, die Schleime muss man mit Feuer angreifen, weil wenn man das nicht macht, dann verstecken sie sich im Boden. Du kannst sie mit normalen Angriffen nicht hitten. Und sie sie greifen dich dann immer von hinten an die ganze Zeit. Don't waste my time. Warten wir noch mal kurz. Oh, unsere Kiste. Nein, nicht kochen. Hier irgendwo ist ein Ameno-Ding. Da. Shiny. Aber anscheinend droppen die Gegner noch nichts, weil ich habe bisher noch nichts, noch keinen Gegner-Drop bekommen. Da ist wieder eine Spezialität. Was ist denn da für eine Spezialität? Ach, Lampen. Kraut. Ja, Lampenkraut ist wichtig. Das braucht Amber. So. Da habe ich die Seele aktiviert, ohne dass ich es wollte. Komm her, nicht abhauen. Ich möchte Seele jetzt noch nicht aktivieren. Ich möchte nämlich erst den Checkpoint da oben aktivieren, die Kiste öffnen und dann will ich die Seele aktivieren. More treasure, more treasure.
Und die Kiste da oben können wir auch noch looten. Die Kisten, also die Maps auf 100% zu kriegen, wird noch anstrengend. Da muss man nämlich alle Kisten finden und sowas. Jo. Mehr Lampenkraut oder wie oder was? Ja, mehr Lampenkraut. La la la. La la la. Er hat was gedroppt. Von dem sind die Drops auch ultra wichtig. Not bad, as far as treasure is concerned. Wenn wir mit Kaya dann fertig sind, gehen wir noch zum anderen Teleporter hoch, bevor wir zu Lisa latschen. Habe ich Klee eigentlich schon gelevelt? Ne, Klee ist erst Level 2, deswegen macht die keinen Damage. Dodoko? Dodoko, where are you? So. Und ihre Waffe können wir auch leveln. Bis auf Stufe 16 kommen wir. So, dann hat Klee jetzt auch schon 164 Angriff. Da, da, da. Da, da, da. Er hat uns jetzt gesehen. Hallo? Oh, die Blume. Komm runter hier. Ach, Scheißdreck. Komm, bitte sag mir, wir sind safe. Maschinengewehrblume, die brauchen wir unbedingt. Ja. Ja. So, Spasti. Ab in den Dungeon. Komm, los, los. Hopp, hopp. Das ist der Dungeon, wo wir Kickwin brauchen. Come closer. Can you smell that? Something must have happened in the temple. I imagine there will be slimes, hilly churls, and whatever's giving Storm Terror extra power. Oh yes, it is going to be lively in there indeed. Oh, oh, you're quite the brave one, aren't you? It's a pity that the Temple of the Wolf has been disturbed by such an atrocity. Let's head in. No one makes offerings to the Four Winds anymore. Yet the old winds never vanish. We need to clear out the temples for the Four Winds.
Let me show you how the Knights of Favonius conquer our adversaries. If I'm not mistaken, the end of the temple should be up there. Wait, how do you know? Experience. The kind of experience you get after years of dealing with things like this for others. Man kann doch gar nicht klettern in Dungeons. Ja, aha. Weiß, ich kann die einfrieren. Ich kann die aber auch einfach schnell mit Keckwind bekämpfen, weil Elektro. Traveler, unless I'm mistaken, you don't seem to have a vision. So how exactly is it that you're able to channel elemental energy? It was a very strange occurrence. Indeed, wir haben keine Vision. Okay, nach da oben kommen wir leider nicht. So, das Spiel sagt mir jetzt, dass wir das einfrieren können. Aber wir können auch einfach an der Seite hier irgendwo hochglitschen. Hier. Zack. Und ich bin drüber. Hätte ich einen Eisschar, hätte ich es euch auch zeigen können, aber ich habe leider keinen Eisschar. Ah, finally, we're here. Seems the path ends here. Let's use the wind currents to fly up. Ja. Ich weiß, der Stein hier verursacht Regen. We can use this to put out fire. Good idea. That's some keen observation. We should get June to give you a title and make you a knight. Oh Gott. Ups. Was wollte ich eigentlich nicht? Jetzt kommt die Stelle, warum wir Keckwind brauchen. Oder irgendeinen anderen Eisschar, der Female ist. Die Steine respawnen, by the way, die Regensteine. Und zwar kommt man hier nicht rüber. Mit Kaya können wir aber eine Eisfläche erzeugen, wo wir da drüber rennen können. Da ich aber keine Mails spiele, brauche ich Kekwin hier. Hierfür. Ich spawne ihr Ding in die Luft, teleportiere mich dahin und flatter los. Speaking of, did you know? Storm Terror was once one of the four winds. I'm not aware of the exact details. If you're interested, you can ask the acting Grand Master about it. Haben wir schon gehört. Und zwar von 1 fast Waifu. Is that the thing that Storm Terror is using to gain its power? Seems probable. Let's deal with it. Bravo. What a performance. You are, to my surprise, a well-trained knight. The battles you just fought were sights to behold. I see you already have the knightly virtue of modesty.
stories of your heroic deeds to save Mondstadt from destruction shall be known throughout the City of Freedom, well into the future. Please do visit me at our headquarters when you have the time. I also know a lovely tavern, if that's more your thing. Quite rewarding, no? We've seized another temple from Storm Terror's grasp! I can take care of the rest here. You go take care of other things while I'm at it. See you later then, bye-bye! There's no way Hilly Turtles organized an ambush like this themselves. Not with their limited mental capacity. Thus you were behind this. Knights of Avonius, always so inefficient. Agree to disagree, but your involvement in this just made things a whole lot more interesting. Oh yes, ein Char, den ich nicht mag. Ja, cool, tschüss. Da. Der Teleporter. Und dann können wir auch schon zu Lieslein aufbrechen. No. Wir werden den Typen da am See gleich erledigen. Weil es wird ein Ding sein, eine Aufgabe, den zu erledigen. Und wenn wir den jetzt gleich erledigen, dann haben wir die Aufgabe schon erledigt. Du hast nichts gedroppt. Keiner von denen hat was gedroppt. Das ist unser erster Abyss-Mage. Klee ist irgendwie immer viel zu aufgedreht. Ja. Ausdauer, danke. Wir sollten, bevor wir zu Lisa gehen, der Statue noch einen Besuch abstatten. Um unsere Ausdauer zu erhöhen. Was gibt's hier für Spezialitäten? Wasserlilien? Ja. Ich hatte bisher noch nie einen Char, der Wasserlilien gebraucht hat. Falls ihr mal meinen Main-Account hier auf dem Server sehen wollt, sagt mir mal Bescheid in den Kommentaren, dann kann ich euch meinen Main-Account zeigen. Das lassen wir jetzt aktuell noch in Rutas, die Säulen hier, weil da unten ist noch eine Eissäule. Da ist ein Angelspot wieder. Okay. Direkt markieren den Angelspot. Angel Spot. Ah, da.
Ich werde auch, wenn wir dann mit Lisa fertig sind, denke ich, für heute Schluss machen, weil ich merke gerade, dass ich anfange, etwas weniger zu reden, weil ich ein bisschen müde bin, weil ich um 8 Uhr heute aufgestanden bin. Jetzt haben wir 13 Uhr 58. Und ja, ich bin jetzt nicht gerade ein Mensch, der bei sowas dann hellwach ist. Ich hab's noch gekriegt. Okay. Ich brauche Kekwins Spezialfähigkeit. Ich brauche einen Gegner. Da unten. Ja. Muss halt jetzt natürlich runter, um den einen Schlag zu verpassen, nur um wieder hochzugehen. So, jetzt haben wir für Kekwin noch die Spezialfähigkeit. Jetzt können wir die Dinge aktivieren. Hoffentlich. Mit deinem Fleisch. By the way, wenn wir uns von den Dingern umbringen lassen, kriegen wir sogar Achievement. Wenn Kristallisation entsteht, dann erschafft Ningguang ein Schild. I understand. Da drüben ist der Tempel. Der Tempel mit Lieselein. Okay, die macht gar keinen Damage.
Hallo Schätzchen. Hey Cutie. You're going to help me out too? How kind of you. Don't hesitate to come to me if you need anything. Good question. Basically, things other than that which require brawn or brains. So, what does that leave? Okay. Ich habe so das Gefühl, bei Lisa hat man ab und an die Synchronisation vergessen. Ja, die ganzen Prüfungen werden wir nicht machen können. Wir können maximal ein paar machen. Weil für das meiste muss man Kaya benutzen. Und Figuren zum Probieren bedeutet nicht, du könntest sie verwenden, sondern du musst sie verwenden. Weil in dem Dungeon hat man dann nur Lisa und Kaya. Hier hat man nur die drei. Und man muss mit den Figuren dann halt gewisse Sachen auslösen. Und dementsprechend können wir das nur mit Leuten, also mit Dungeons machen, wo keine Mails dabei sind. Ja, und jetzt ist Ningguang natürlich noch super schwach, aber man darf auch nicht vergessen, Qi ist ja zum Beispiel nur stärker, weil wir ihr Buch schon gelevelt haben und Qi ist noch höher. Wir können ja mal ganz kurz gucken, dass wir Ningguangs Waffe ein bisschen verbessern. Ist jetzt auf 8. Und jetzt hat Ningguang 152 Angriff. Und dann leveln wir sie noch auf Level 13, so wie Qi. Zack. So, jetzt dürft sie auch Damage machen. I guess I could give this a go. I knew it. There is a strong elemental energy coming from deep within this temple. Paimon, are you able to float? Let's ride this wind current, shall we? Warum hast du auf einmal aufgehört zu reden? Lisa ist Level 5 in dem Dungeon. Leave it to me. Ja, sie macht schon mehr Damage. Aber Geo ist halt nicht wirklich gegen irgendwas effektiv. It's an electro monument. No wonder. Let me try to activate it with a bit of electro power. Stand back, sweeties. Oh Gott, mit Lisa wird das ja richtig knapp. Wir haben es nicht geschafft. Doch, wir haben es gerade und gerade noch geschafft, weil ich mit Keckwinzer reingeschwitzt habe. Oh, war das close. Oh, Lisa, Lisa, Lisa. Das war keine gute Performance. Dafür kriegst du jetzt hier deine Chance.
Manchmal verstehe ich nicht, warum starke Angriffe so selten funktionieren. Jetzt funktioniert es wahrscheinlich kontinuierlich. Ja. Ne, jetzt schon wieder nicht. Ja. Genau das meinte ich mit, man kann ins Gesicht reingucken. So, das Sprengfass lassen wir mal da, wo es ist. Oh, another wind current. Let's ride it up from here. Between electro-charged opponents. The electrical discharge caused by friction is only a little less shocking than love at first sight. Oh, you, you want to know about this gem? Oh god! You're kidding. You're seriously asking. Ich hätte dann das Gespräch gern fertig gehört, aber was soll's? Wir sind halt runtergefallen. Schade, dass die Gespräche auch nicht nochmal erneut getriggert werden. What? You've never seen a vision? Just where exactly are you from? Are you a hilly churl with some level of reasonable intelligence? No, I doubt it. After all, hilly churls aren't exactly known for their smarts. And you, you're more or less qualified to be a magister's apprentice. Oh. Okay. Break it, and we can head home and relax. The thought of putting my feet up and relaxing has me all fired up. Dragon of the East, Lion of the South, Wolf of the North, Falcon of the West. They are the four winds of Mondstadt, affiliated with Barbados, the god of Animo. The Dragon of the East, Storm Terror, its real name is Dvalin. Though most in Mondstadt seem to have forgotten that in all this storm terror business. So now you know why Dvalin is only able to channel three of the four winds' power. Because it has been consuming itself from the beginning. Because of hatred, I presume. Hatred? Hatred for Mondstadt. Hatred drove it to become something more powerful than the wind itself, to become Storm Terror. But why would one of the four winds hate the city it was supposed to protect? As a child of Mondstadt, it's something that's really hard to say aloud. Here, take this. It's a very old story from more than a century ago. Alright. Dann hätten wir die Dungeons erledigt. Und wir haben Lieslein gekriegt. Toll. Ich mag Lisa. Sehr gern. Oh, it's finally done. Well, all that lay
flow and elemental line stuff Lisa was going on about should hopefully be back to normal. Wanna go back and see how the knights are doing? But if you got anything more interesting to do, Paimon can come too. By the way, we obtained another animalculus in one of the Four Winds temples, right? We might come across more of them in the future, so don't forget to offer them to the statues. Abgeschlossen. Abenteurerstufe 15 brauchen wir als nächstes. So, jetzt sind wir nicht mehr abgegrenzt. Jetzt können wir theoretisch überall hin, wo wir wollen. Hier ist Liyue. Da ist Sumeru. Ah, ne. Hier ist Liyue, glaube ich. Da. Hier ist Inazuma. Okay. So, hier haben wir jetzt die Weltenaufträge. Sprich mit Catherine über Details und sprich mit der Inhaber Mario irgendwas. So, dann haben wir hier Legendenaufträge, Archon-Aufträge und das sind alle. Ich würde aber sagen, ich nehme jetzt doch noch ein bisschen auf und zwar bis wir die Daily, also die Daily Mission werden uns, glaube ich, jetzt erklärt. Ich würde nur gerne kurz hier bleiben, um zu versuchen, von dem Blitz getroffen zu werden. Weil das gibt ein Achievement. Deswegen stellen wir uns jetzt einfach hier hin und hoffen, dass wir getroffen werden. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich, wenn ich getroffen wurde. Ja, irgendwie sind die Blitze immer weiter und weiter und weiter und weiter und weiter weg. Also ich glaube, wir werden nicht getroffen, aber wir können es auf Inazuma nochmal probieren. Da ist es leichter, getroffen zu werden. Da blitzt nämlich kontinuierlich. Das war jetzt gerade ein naher Blitz. Oh. Naja, wir gehen nochmal zur Statue. Ich muss nämlich noch was umstellen bei der Statue. Und dann können wir gucken, wie viele Teile wir haben. 5 Stück. Wir müssen 4 da bringen. Und unsere Ausdauer hat sich erneut erhöht. So, das da wollte ich umstellen. Statue auf 100%, das heißt, und die Statue heilt unser Team, wenn wir uns in der Nähe befinden. Und das gilt jetzt für alle Statuen. So, dann auf nach Mondstadt und mit Catherine reden. Und Catherine wird uns jetzt das Handbuch geben, das Abenteurer-Handbuch und... Ab Abenteurerstufe 18 verfügbar. Die beiden. Alright. Stimmt, Lisa, ne? Ach, und der Spast. Ich finde es halt schade, dass Paimon nicht drauf reagiert, wenn man es für sie kocht. Ich habe das nämlich schon mal versucht. Zack. Und damit wollte uns Paimon sagen, hier können wir Sachen kaufen. Und hier können wir auch Rezepte kaufen. Ja, und weil Paimon sie haben wollte...
auch wenn sie nicht drauf reagiert, wenn man sie kauft. Da, ups, da. Eine Fischerschnitte für sie. Ah doch, sie reagiert. Good Hunter's Fisherman's Toast is the best. This might surprise you, but it's actually a classic Mondstadt recipe that anyone can cook. You can try cooking it yourself if you have the ingredients. Can your cooking skills surpass that of Good Hunter's? Why, Paima would love to be your personal taster. Don't you let me down. Ja, leider reagierst du darauf nicht, Paimon. Ich hab's probiert. Ich hab dir so eine Schnitte gekocht. Paimon ist anfangs echt nervig. Warte kurz. Okay, da sagt sie nichts. Da sagt sie auch nichts. Welcome. Every treasure here is unique. Guaranteed. Yep. There's nothing here that Paimon recognizes. That's for sure. What did I tell you? These are all rare items brought back by adventurers from all corners of the world. Is there anything that catches your eye? No need. I forgot to mention, I operate on a trading basis. Goods for goods. No mora accepted here. I've been trying to make something a bit special recently. And I need a lot of Animo sigils to decorate it with. Do you have any Animo sigils with you? It seems the Animo Archon approves of your adventures then. More to the point, any animal sigils you find, you can trade in here for items in the shop. Ja, hier gibt's noch viel mehr. Unter anderem gibt's zum Beispiel Aloy. Dann kann man sich hier die Himmelswaffen alle kaufen. Für 6 von den jeweiligen Dingern. Hier beispielsweise wäre es das da. Ich würde sagen, wir fangen damit an. 1. Animo sigils appear all over Mondstadt. If you find yourself short, just keep exploring. Absolutely. What could be more beautiful than a gift from the Animo Archon? Okay, you got me. It's actually more complicated than that, but it's easier for people to understand if I just say it's for decoration. Obviously, the reason I need Animo sigils is because they have properties that other materials cannot provide. Of course. I guarantee you will be quite surprised at the result. Do come again soon, and bring me lots and lots of Animo sigils next time. Please also visit if you come across any weird and wonderful treasures on your adventures. So, dürfen wir jetzt endlich zu Catherine? Hey, there's a lady over there waving to you. Let's go and see what she wants. Welcome to the Adventurers Guild. Actually, I have had my eye on you for a long time. You've had your eye on her, eh? Has she been causing some mischief? Oh. That is not what I meant at all. Being on the lookout for great adventurers is part of my job. When I look at you, I see one with the potential to rival the great adventurers of legends. Paimon sees it too. Paimon always feels safe adventuring with her. Nevertheless, to the adventurer, experience is far more precious than potential. You must accumulate adventurer experience to increase your adventure rank. Time is of the essence. Allow me to brief you on... Wait, are you saying we're like official adventurers now? Do not worry. The Adventurers Guild does not charge a membership fee or impose any kind of duties on its members. In short, there are lots of benefits, but no drawbacks to becoming a member. Basically, the Adventurers Guild rewards you every time your adventure rank increases. Here is a new member's gift for you. You will need to return here to claim rewards in the future. Without further ado, please allow me to officially welcome you, our new avid adventurer, into the guild. Here is your adventurer handbook.
A new member coming aboard is a momentous occasion. A little ceremony is only fair. It has a record of available commissions and rewards. And it is also proof of your membership. Okay, ich glaube, das haben sie ein bisschen abgekackt beim Synchronisieren. Oh, and one more thing. Sometimes you will find yourself stuck at a certain adventure rank. When this happens, you need to perform some impressive feats to gain further recognition from the guild. Impressive feats? Sounds like hazing to me. They are simply specific adventures that allow you to ascend to the next adventure rank on completion. Ascension adventures, if you will. But that will come later. Opportunities to win recognition will come as you gain more adventure experience. That will do for today. We will have plenty of chances to meet again in the future. Ad Astra Abyssosk, adventurer. With effort, you shall reach the stars and conquer the abyss. Alright, so. Hier haben wir das da. Und hier sehen wir schon. Besuche Statue der 7, aktiviere 3 Teleporter, öffne 15 Truhen und erreiche Stufe 2 bei den Statuen. Dafür gibt's das hier. Kapitel 2. Besiege einen Kryo-Abgrundmagier. Wir haben alles erreicht. Und hier haben wir auch schon 2. Lass einmal etwas schmieren. Besuche die Statue der 7 Morgenröte, 45 Kisten, den Ruinenwächter besiegen, 3x Zutaten herstellen, Stufe 20, eine beliebige Figur und ein Artefakt auf Stufe 4. So. Das heißt, wir latschen hier hin, machen das da und stellen 4x Mehl her. Das dauert 1 Minute pro. Dann gucken wir mal. Klee ist Level 13. Level 13, 6, 9, 4. Dann machen wir jetzt Klee. Ups. So heavy. So. Level 17. Level 20. So. Da haben wir noch gar kein Artefakt für Klee. Ich gehe bei Klee einfach auf Vollangriff. Okay, wir haben aber noch keine Sub... Doch, da haben wir Substats. Wir gehen auch... wir nehmen das hier mit kritisch. Dann gucken wir mal kurz. Angriff plus LP. Heilungseffekt. Braucht sie nicht. Sie hat aktuell die Feder da. 17, 17. Ja, das lassen wir. So, dann haben wir hier Glückspilz, KD. Und ich glaube, bei ihr ist Elementarkunde auch wichtig, weil sie ja nur mit Element angreift. Wechseln. Dendro-Schadensbonus. Geo-Schadensbonus, das könnte Dinge brauchen. Ningguang. Physischer Schadensbonus. Wir nehmen einfach das da. Und hier LB plus Angriff. Verteidigung, Elementarkunde plus LB. Wir nehmen das da. Jetzt vorerst. So, und dann Strong war das mit der Elementarkunde hier auf Stufe 4. Zack, 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 zack. So, Stufe 4. Oh, und sie hat sogar noch kritisch dazu gekriegt. Fett. Okay, und hier können wir dann abchecken. Klees kritische Trefferrate ist gerade bei 6,1% und der kritische Schaden ist bei 75,2%.
last trip. Okay, wir müssen doch noch eine Folge aufnehmen, weil es sieht so aus, als hätten wir noch keine Daily-Mission. Gut, dann danke ich euch fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge von Let's Play Genshin Impact wieder ein. Ciao! And I've been counting